إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة وتسليم Assalamu alaikum wa meine lieben Schwestern. Freut mich sehr, euch zu sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ In Surat al-Araf, die Ayah Nummer muss ich gleich nochmal raussuchen. Dass für Allah sind die schönsten Namen. Für Allah, Allah hat die schönsten Namen. Was wollen wir jetzt damit tun? Fad'uhu biha, So bittet ihn, ruft ihn Allah an mit diesen Namen. Das erste Mal haben wir eine kleine Einführung gemacht. Deswegen heute werde ich keine Einführung machen, in der wir hätten besprechen oder schon besprochen haben, warum Asma'ullah al-Husna lernen, warum die Namen Allahs lernen, was ist der Sinn davon. Ich sage trotzdem nochmal ein Wort, ma'rifatullah, dass wir Allah erkennen. Ja, das merkt euch nochmal so als Überschrift äh, von warum, wieso dieses Thema, natürlich Ibadah, Islam, das ist so schwammig. Klar, wir sind alle Muslime, wir könnten jetzt auch über äh, die Regeln von Voodoo lernen. Ist ja auch Islam. Aber warum dieses Thema, warum Asma'ullah al-Husna, weil im Koran steht, bittet Allah mit diesen Namen. Erstmal, wir folgen dem Befehl im Koran und der zweite große... Über, unter und seitliche Schrift, wie so eine Mauer um, um, um das Thema herum. Ma'rifatullah, die Erkenntnis Allahs. Wer, wer, wer Allah erkannt hat, der kann nicht anders, als zu Allah als Diener zu gehen. Ja, weil wer Allahs Größe erkennt, der erkennt auch seine Schwäche und seine Geringwertigkeit und seine Nichtigkeit und weiß, zu Allah kann ich nur in dieser Rolle mich wenden, als Abt, als Diener und als Knecht. Der Name, den wir heute ausgewählt haben, ist Ismullah, der Name Allahs, at tawab Der, die viel Reue annehmende, das viel könnt ihr in Klammern setzen, der, der, die Reue annehmende, der mildernde, der mildernde und auch der sich den Dienern in Annahme zuwendende. Ja, wenn man sich jemanden zuwendet, um was anzunehmen. Der Reue annehmende und der sich zuwendende, also er muss sich erst uns zuwenden, das werden wir gleich noch lernen, damit wir überhaupt Tauber machen können. Ja? Und in diesem äh, Namen werden wir auf vier, fünf ungefähr Punkte eingehen. Erstmal werden wir über die Bedeutung von at sprechen, weil daraus kommt der Name von Allah, at der die Reue annimmt. Was ist Tauba? Die meisten von uns kennen das. Das ist Teil unserer Sprache, für marokkanische, arabische, türkische Schwestern. Tauba ist einfach Teil unserer Kultur, unserer Sprache, Alhamdulillah. Für die konvertierten Schwestern, dann heißt das, die Reue, du musst bereuen. Ich muss bereuen wir müssen bereuen ja dieses äh, reue zeigen ist ein, ein urbestandteil der islamischen, des islamischen gedankenguts der muslim lebt mit Tauba. das ist etwas was man man ist gerade konvertiert und das ist eines der ersten dinge die man lernt ich du wir wir müssen tauber machen wir müssen reue zeigen und darüber werden wir sprechen die bedeutung von At tauber welchen platz hat sie im islam? dann werden wir darüber sprechen At tauber für den koran sunnah die tauber wie sie im koran und in der sunnah dargestellt wird weil das, das ist ja dann die tauber so wie sie in den ersten unseren quellen Dargestellt wird. Das nächste wird sein, äh, weitere wichtige Unterpunkte und dann werden wir auch ein paar Beispiele und Geschichten daran her heranziehen, um das nochmal zu untermauern. Die Wichtigkeit äh, und die Tatsache, dass Tauber eigentlich in unserem gläubigen Leben, in unserem praktischen Leben des Gläubigen, ist es eines der Grundpfeiler. Eines der Grundpfeiler, als Muslim leben zu können, als Gläubiger leben zu können, die Tatsache, dass es Tauber gibt. Ohne das würde irgendwie alles zusammenbrechen. Das werden, wir, das werden wir noch sehen, inshallah. Und dann natürlich am Ende, das ist auch ganz wichtig, die Bedingungen von Tawba, Wie, für wen, wann akzeptiert, wann nicht akzeptabel. Das werden wir auch besprechen, inshallah. Und das ist wirklich sehr wichtig, auch wenn die meisten von uns das vielleicht schon äh, wissen. Der Name von Allah, At-Tawab, kommt von Taba Yatubu. Die Wortwurzel ist Tauba. für die, die schon ein bisschen Arabisch gemacht haben. Äh, soll euch nicht jetzt verwirren. Die Wortwurzel ist Tawab. Äh, und der Name von Allah At-Tawab, ist auf einer em, em, emphatischen Form, ich weiß nicht, ob es man in Deutsch sagen kann, emphatic, also auf äh, Siratul Mubalera, Die Wortform impliziert, dass Allah das, dieses Reue annehmen, viel und ständig macht. Also nicht nur mal. Allah akzeptiert mal die Tawab. Nein, At-Tawab meint immer wieder und ständig. Und bis zum höchsten Ausmaß nimmt Allah die Reuen an. Der Name at tawab impliziert das schon, dass Allah das nicht mal macht. Wie zum Beispiel, Allah SWT hat auch die Eigenschaft Al-Muntaqim, der, der sich rächt, okay? der, der Vergelter ist. Aber das ist nicht auf Sirat al weil er rächt sich nicht andauernd, sonst würde kein Lebewesen auf der Erde sein. Al Muntaqim, er macht das mal, er hat das mit manchen gemacht, aber das ist nicht etwas, was er ständig macht. Al-Rahman dagegen ist eine Ureigenschaft von Allah, die ist immer da, im vollem, vollem Ausmaß. Genauso auch Al-Tawab ist etwas, was Allah immer macht, diese Eigenschaft ist immer an Allah anzutreffen. Er ist immer at Aber er ist manchmal Al-Muntaqim. Ja, manchmal ist er der Vergelte, aber Allah ist immer zu jeder Tages-, zu jeder Nachtzeit, zu jeder Epoche, zu jedem Jahrtausend, jedem Jahrhundert, Allah war, ist und wird immer sein at -Tawab. Ja, und die Tatsache, wie sehr wir uns eigentlich darüber freuen können, das machen wir inshallah auch am Ende. Der Name Allahs Attawab ist eine Einladung, eine Rabbaniya, eine göttliche Einladung, hört sich auf Deutsch immer so äh, Christlich dann ein bisschen an. Aber es gibt keine andere Vokabel, ist nur mal so. Ja, doch eine göttliche Einladung für, hört mal zu, für Hoffnung in unserem Leben. Subhanallah. Für Hoffnung in unserem Leben. Diese Pessimismus und Verzweiflung hat eigentlich, obwohl wir das heute nicht wirklich wahrnehmen, leider, Pessimismus, Verzweiflung, Aufgeben, alias, ja, Verzweifeln, hat alles keinen Sinn, wird eh nie besser und dieses bisschen Klagende. Hat eigentlich im islamischen Charakter keinen Platz. At-Tawab, der Name, bringt uns das bei, unter anderem dass Nein, hoffe in deinem Leben. Du hast Grund zu hoffen durch dein, in deinem ganzen Leben, egal wer du sein magst. Ja, nicht nur wir jetzt, MashaAllah, wir beten, fasten und sind ganz tolle Menschen, Ja, sondern für alle, die da draußen laufen und einer von uns mag auch dazu gehören. Das werden wir gleich auch sehen. Für wen ist denn die Taube? Müssen wir uns angesprochen fühlen oder ist das nur für die, auf die wir ein bisschen. Herabschauen, die es noch nicht verstanden haben, wie wir immer gerne reden. ja? Und es ist eine göttliche Einladung für die Gesellschaft, für den Menschen, für die Familien und für den Menschen im Allgemeinen. Also von jeder Ebene der Gesellschaft, als Land, als Nation, als Völkergemeinschaft, ja, globalisiert, bis hin zum kleinsten Individuum, für jeden gibt es Grund zur Hoffnung in diesem Namen von Allah, at Und Schwestern, das Wort Hoffnung, wer noch nicht da müsst ihr vielleicht mal nachlesen über menschen die schon mal wirklich verzweifelt sind. wir werden gleich noch ein beispiel lesen. wir benutzen das wort. aber oh, ich bin so verzweifelt, das ist wie, wir sagen das so wie ich habe meine tasche verloren. ja ich habe meine tasche. Verloren, ich bin so verzweifelt. also so, das ist austauschbar. Ja, das hat keinen wirklichen wert mehr im wirklichen sinne zu verzweifeln. das kann menschen umbringen. das kann menschen umbringen. das kann ihr herz zum stillstand bringen weil sie verzweifeln. Der, äh, die bedeutung von tauber. Ja, das Wort Terbe, wie ich eben schon erwähnt habe, bedeutet sprachlich, also die rein wörtliche Bedeutung ist: Zurückkehren, hinwenden, zurückwenden, zurückkehren, zurückwenden. Waferbe und aba sind auch die gleiche Bedeutung. Fäber, die Türken, türkischen Schwestern kennen das Wort bestimmt. ja, kennt ihr? Zum Beispiel und die Arabischen sowieso. Sawaab. bedeutet ja die Belohnung. Okay, warum? Weil wir schicken eine Tat voraus und die Belohnung kommt zurück auf uns. Thaub bedeutet auch Kleid. Warum? Weil ein, ein Stoff, den du nur gerade hältst, den kannst du nicht einziehen. Du musst ihn falten, aufeinander zurückkehren lassen und dann wird es ein Kleid. Ja, deswegen das Wort Faub, faub und Aber. Zurückkehren, zurückwenden. Du gehst in eine Richtung und sagst, nee, stopp, hierhin nicht weiter. Zurückgehen und zu Allah wenden. Das ist Tauba. Das ist Taubermachen. machen. Von wo du weggelaufen bist von Allah, zurückwenden, In Großen und im Kleinen Sinne, und zurück zu Allah hinwenden. Das ist, wenn der Diener Tauber macht. Wenn Allah aber Taba macht, dann hat das eine bisschen andere Bedeutung. Das werden wir gleich auch besprechen. Wenn Allah also Subhanahu wa ta'ala At-Tawab ist, dann bedeutet das, dass er akzeptiert, Yaqbalu, er akzeptiert jeden, der zu ihm zurückkehrt. Und er äh, lehnt ihn niemals ab. Können wir diesen Satz wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Ta'ala? Allah akzeptiert jeden, der sich zu ihm hinwendet, und er lehnt ihn niemals ab. Allah hat uns das mitgeteilt, damit wir uns freuen können. Allah hätte das auch für sich behalten können. Dass ich bin zwar so, aber ich erzähle es euch nicht. Aber Allah hat uns das erzählt. Er ist At-Tawwab. Allah yaqbalu tawba min ibadi. Wir werden gleich die Ayat lesen. Er lehnt ihn niemals ab. Das ist der Name Allahs, At-Tawwab. Das lernen wir von den Namen Allahs, At-Tawwab. Wa yarudduhu abada. Yaqulullahu tabarak wa ta'ala. Im Koran heißt es, in Surah Shura, Vers 25, wa huwa alladhi yaqbalu an ibadihi. Und er ist ja derjenige, er allein ist derjenige, deswegen am Anfang steht wa er allein ist derjenige, der die Taube von seinen Dienern akzeptiert. Diener sind seine und er alleine akzeptiert die Taube. Er akzeptiert die Taube, die Rückkehr in Reue, die Rückkehr seiner Diener. Und das ist eine sehr schöne äh, äh, Botschaft für, für die Diener. Warum? Weil es kann ja sein, dass ich wirklich einsehe meine Fehler und ich sage, ja stimmt, ich habe einen Berg von Sünden und ich versuche mich, und wie oft passiert das in unserem Leben, wir versuchen uns bei einem Menschen zu entschuldigen. Wie viele Mütter sogar gibt es? Und Mutter ist ein Symbol für Liebe und Nachsicht und Barmherzigkeit. Mehr, mehr Barmherzigkeit findest du nicht bei einem Menschen. Wie viele Mütter gibt es, die ihren Kindern nicht verzeihen können? Ich kenne, wir fallen jetzt gerade so schnell mal im Durchlauf, fallen mir schon eine Handvoll ein. Ja, also wer in der Welt umher um reist der findet Mütter, die sagen, nee, das kann ich ihm nicht verzeihen. Ich liebe meinen Sohn, aber das werde ich ihm nicht verzeihen. Oder deswegen werde ich nicht mit ihm reden. Oder diesem und diesem Onkel, Vater, Bruder, ne, mit dem habe ich schon seit 20 Jahren nicht geredet. Warum? Diese und diese, ich kann ihm nicht verzeihen. Ich will, ich kann nicht ihm verzeihen. Wie viel können wir nicht verzeihen? Wir versuchen aber, sagen, ich kann das nicht vergessen. Es mag sein, dass wir bei jemandem um Entschuldigung bitten und wir bereuen. Alle sind alle schrut, alle Bedingungen sind erfüllt, aber vor uns ist ein Mensch und er ist schwach und die Herzen sind klein und er kann uns nicht verzeihen. Oder er will uns nicht verzeihen. Oder er genießt es, uns nicht zu verzeihen. Das gibt es auch leider. Jemand genießt es, die Macht über dich zu behalten. Er genießt es, dich zu quälen. Gibt es das, ja, Islam hin, Islam her? Wir alle kennen diese Beispiele. Und das ist dann an diese schöne Botschaft, das dann, lasst mal die Menschen beiseite, kehrt zu Allah at Tawab zurück, der euch immer annimmt und euch immer verzeihen wird, wenn ihr Tauber zeigt. Egal wer ihr seid, egal wie groß der Berg von Sünden ist, wenn ihr aufrichtig zu Allah zurückkehrt, Yaqbalu an Ibadihi. Er akzeptiert, er ist ja allein der, der die Taube akzeptiert von seinen Dienern. Sind ja auch seine Diener. Ja, wenn sie seine Diener sind, dann ist es auch seine sein recht seine vormacht von allah oder seine majestät dass er allein die taube der diener akzeptiert dass wir das alles erfahren dürfen da, da manchmal denke ich zu alles schön aber die, allein die tatsache dass wir das erfahren dürfen allein dafür könnten wir das ganze leben in Sajda, äh, verbringen nur dass allah du hast uns das erzählt wir dürfen das mit dieser botschaft leben dass du so bist und wir dürfen dich so in dieser art und weise anbeten wir dürfen dich mit at-tawab anrufen das Ja at-tawab ich habe tober zu dir gemacht, O oh du, der die Reue immer annimmt. Subhanallah. Alhamdulillah. Ja, dass man sich bei jemandem entschuldigt, wegen einem Berg von Sünden, der nicht zu ertragen ist, aber derjenige vergibt uns nicht. Aber Allah, egal wann, wie und wer zu ihm geht, mit welchen Ozean voll von Sünden, Allah wird ihn immer akzeptieren. Die andere Fall wäre auch, und das ist auch schön, dass Allah uns über at informiert. Dass wir uns allein, weil wir uns so schämen und uns es so peinlich ist und es uns so verlegen macht, die Tatsache, dass wir gesündigt haben, wenn man jemandem was angetan hat. Wieso trauen wir uns alle nicht der Schwester zu sagen, wenn wir über sie schlecht geredet haben? Ja, weil es peinlich ist und wir wissen auch, die kann. Das wird alles noch schlimmer machen. Und gibt es diese, <laughs> fatwa von ja, die Schwestern fragen ja immer, wenn man über jemanden schlecht geredet hat, dann eigentlich ist es so eigentlich, dass du dich bei dieser Person wieder entschuldigst, damit die Taube akzeptiert ist, weil du hast ihr Recht genommen. Und dann, Alhamdulillah, gibt es Gelehrte, die sagen, nein, wenn man weiß, das macht die Angelegenheit noch schlimmer, weil sie dann denken, so, von der hätte ich das aber nie gedacht, du hast mich verraten, du hast das über mich gesagt, dann soll man anders das machen, Sadra geben für die Schwester oder irgendwie da wieder gut reden, wo man über die schlecht geredet hat, dann lieber nicht. Und Alhamdulillah gibt es das, weil unsere Herzen sind so klein, dass wir, wir würden, wir können nicht damit umgehen. Wir können nicht damit umgehen. Das heißt, auch wenn wir die Sünden eingesehen haben, vielleicht entschuldigen wir uns nicht, weil wir wissen, der kann uns vielleicht nicht verzeihen, weil uns, das, uns selber ist das peinlich, dass wir überhaupt gesündigt haben. Allah befreit uns von dieser Einengung in unserem Herzen, von dieser, Allah bringt uns nicht in Verlegenheit. Ja, Allah, subhanahu wa bringt uns nicht in Verlegenheit, sagt, er schämt euch nicht, zu mir könnt ihr immer kommen. Egal, was ihr gemacht habt. Auch das, was ihr vor den Menschen niemals zugeben würdet. Auch das, was ihr niemals wollt, dass Menschen davon erfahren, mir könnt ihr alles berichten. Und ich verzeihe euch auch alles. Und ihr könnt immer wieder neu anfangen. Das ist diese Hoffnung im Leben. Dass egal wer ihr seid, ihr könnt immer wieder neu anfangen. Sogar für den, der schon zum 50. Mal in dieselbe Falle wieder gelaufen ist. Manchmal sagt man, ich habe schon einmal Tauber gemacht, zweite Mal, dritte Mal. Jetzt ist es mir peinlich, ich bitte Allah nicht mehr um Vergeben. Ich habe schon zum 98. Mal dieselben Fehler gemacht. Sogar dem verspricht Allah, kommt zum 100. Mal und Allah vergibt dir zum 100. Mal. Das ist ad tawab der dir die Reue immer und oft, äh, immer und immer wieder in vollem Ausmaß annimmt. Und für Allah sind die höchsten, äh, für Allah gibt es kein Gleichnis. Aber äh, dieses Verlegenheitsbeispiel, das wir mit den Menschen haben, äh, Allah befreit uns von dieser Scham und dieser Peinlichkeit. Ja, fühlt euch nicht eingeengt, denn Allah, äh, wahrlich, ihr werdet akzeptiert werden. Ja, und im Koran wird das Wort Tauba, Allah akzeptiert Tauba, Allah ist der Tauba, wird öfters erwähnt. Und oft wird es erwähnt mit dem anderen Verb, welchem, Yaqbalu dass Allah, oder Qabil, Qabil steht auch manchmal im Koran, Allah ist der, der die Taube akzeptiert. Hier das Wort Yaqbalu, akzeptieren, und das Wort Taube kommt nebeneinander. Öfters im Koran. Wie heißt es zum Beispiel? أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ tauba عَنْ عِبَادِهِ In Surah Taube, Vers 104. Wissen Sie denn nicht, Subhanallah, wissen Sie denn nicht, dass Allah derjenige ist, der akzeptiert die Taube von seinen Dienern. Wissen Sie das denn nicht? Wie fragt man, wann fragt man in so einer rhetorischen Art und Weise, wenn man ganz sicher ist, welche Antwort kommt? Das Wort äh, Yaqbalu, Allah akzeptiert, Qabil, der Akzeptierer, der Annehmer, der die annimmt, kommt mit dem Wort Tauber oft, meistens zusammen in Surah Rafir. Und das ist auch schön, es gibt eine Surah, die heißt Surah Rafir, der Vergebende, und es gibt eine Surah, die heißt at die Vergebung, die Reueannahme. Ja, also, das ist auch Teil vom Koran, das sind Sachen, die Allah uns im Koran auch berichtet. In Surah Rafir Vers 3 heißt es über Allah, dass er ist was? Er ist Rafir al-Dhambi, er ist der Vergeber der Sünden, al und der Annehmer des, äh, der Reue. Er ist Annehmer, das ist seine Eigenschaft, dass er die Reue annimmt. Egal mit welchem äh, Ozean voll von Sünden wir zu ihm kommen, wenn die Reue da ist, ist es so, als ob der Ozean leer wäre von Sünden. Diese Allmacht hat Allah und er informiert uns nach drüber. Warum informiert er uns? Damit wir tauber machen. Und Schwestern wirklich oft auch gerade heute, damit wir wenigstens dem heute Gehörten Recht geben, sagt oft das Wort o oh Allah, ich kehre mich reue reuemütig zu dir zurück. Tuptu ilek. Die kürzeste Form davon wäre Tuptu ilek. Ich komme, wende mich mit Reue zu dir, mein Herr. Tuptu ilek. Längere Form wäre, astaghfirullah wa atubu ilay. Dann gibt es die, seiyudul ja, das könnt ihr lang machen, wie ihr wollt. Aber die kürzeste Form, das man immer, das sollte auf der Zunge sein, so wie wir Hallo, Tschüss und weiß nicht, was alles sagen. tubtu ilayk, o oh Allah, ich kehre zu dir zurück, wende mich zu dir in Reue. Nimm meine Reue, äh, vergib mir und nimm meine Reue an. Die zweite wichtige Frage, das ist sehr, sehr wichtig. Für wen ist die Taube? Wen spricht Allah an? Für wen ist dieser Name Attawab, der die Reue-Annehmende? Wer wird angesprochen? Wer von uns muss sich davon angesprochen fühlen? Davon müssen sich nicht nur angesprochen fühlen, die, die wir als Verbrecher in Raffler lebende Menschen, ja, in Unachtsamkeit, ja, so diese unislamischen, die praktiziert nicht, was sagen wir so im Slang? Ach, die praktiziert nicht, so, so reden wir, ja. Dass nur die oder die Sinner machen und Alkohol trinken und äh, Zinsen nehmen und große Sünden machen, wir machen das alles nicht, Alhamdulillah. Deswegen, nicht nur die müssen sich davon angesprochen fühlen, nicht nur die, die zwischen. Das wären die, die einen wären die Sünder, die nur in Sünde leben, die haben nichts mit Allah zu tun, nichts mit Koran zu tun. Dann die mittlere Kategorie wäre die, die mal sündigen und mal Gehorsam zeigen. Ich denke, wir, die meisten, ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich zu dieser Kategor äh, Kategorie gehören. Und dann gibt es natürlich noch die, die wenig Sünden tun und meistens Gehorsam leisten. Allah möge uns zu diesen machen. Weil die Kategorie, und das müssen wir uns auch, auch mal merken, die Kategorie außer den Propheten Allahs. Die Kategorie, dass es äh, sündenfreie Menschen gibt, die gibt es gar nicht. Falls das jemand nicht wusste. Die Kategorie, dass man sündenfrei ein Mensch ist, der einfach nicht sündigt, das ist nicht möglich. Wir sind nicht so erschaffen. Jeder von Bani Adam, außer die Propheten, jeder von Bani Adam sündigt. Heißt in einem Hadith, der Prophet sagt: jeder von Bani Adam sündigt und der beste Sündiger ist der, der zu Allah reumütig zurückkehrt. Der beste Sünder ist der, der zu Allah reumütig zurückkehrt. Allah subhanahu wa sagt im Koran, nicht nur, Tauber ist nicht nur für die Verbrecher, für die Raffler, für die Nichtpraktizierenden, für die Sündiger, sondern jeder von uns ist angesprochen. Jeder von uns, egal wo wir stehen, ist von Allah angesprochen. Allah subhanahu sagt im Koran, in Surah Nur, Vers 31, wa ila Allahi jami'an mu'minun la'allakum tuflihun. Subhan, der lässt einen erzittern, dieser Vers. Kehrt reumütig zu Allah zurück. O alle ihr Gläubigen! Normalerweise, wenn wir uns in der Kategorie Gläubige sehen, dann haben wir uns so, schon so ein bisschen abgehakt. Das, Alhamdulillah, ich habe es jetzt schon eigentlich geschafft und hier und da kann ich mich ein bisschen verbessern. Allah sagt: Nein, Gläubige, ihr müsst euch angesprochen fühlen. Tubu ilallahi jami'an. Ihr alle, wer? Ihr Gläubigen, die schon gläubig sind. Was machen Gläubige? Gläubige fasten. Gläubige haben 27., 25. Nacht und die ungeraten Nächte haben sie wach äh, durchgemacht, die, die äh, mit Gebeten verbracht, inshallah im Ramadan. Gläubige haben in den Duas mitgeweint, inshallah. Ja, das, Gläubige lesen den Koran, versuchen, Koran auswendig zu lernen. Gläubige machen solche Sachen. Und Allah sagt aber, nein, nein, ihr müsst trotzdem zu Allah in Reue zurückkehren. Auch ihr seid angesprochen. Auch ihr seid angesprochen. Tubu ilallah. Und wisst ihr, wenn wir immer noch nicht diese Notwendigkeit spüren und diese Unruhe ein wenig, diese Unruhe, dass ich muss wirklich tauber machen dann müssen wir wirklich Dua machen, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn wir, lass uns noch ein bisschen weiter hören, vielleicht entwickelt sich das noch. Aber wenn wir eigentlich denken so, ich wüsste nicht, wofür ich tauber machen muss, wenn dieser Gedanke da ist, dann bittet Allah um Vergebung. Dann bittet gerade Allah um Vergebung, weil das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Das ist ein ganz gefährliches Zeichen, das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Das ist so wie, es gibt ja manche Anzeichen von Herzinfarkt. Ja, manche Leute, die haben vorher schon Brustschmerzen, ein paar Tage vorher. und Ja, ganz, gibt diese Alarmstufe Rot Zeichen. Das ist so. Wer, wer nicht weiß, warum er Tauber machen sollte. Wer Allahs Diener ist und behauptet, gläubig zu sein und nicht weiß, Warum sollte ich für Allah Tauber machen? Das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Schlimmer, das ist, da, da, Für diesen Gedanken müsst ihr allein schon Tauber machen. Dieser Gedanke ist es schon wert, dass wir erzittern in unseren Herzen und die Notwendigkeit und diesen, dieses äh, Beben, ja wie bei Erdbeben, wo man diesen Schock, wo man an nichts anderes mehr denken kann, dieses, diese äh, Notsituation spüren, dass ich muss zu Allah reumütig zurückkehren, dass er mir meine Stellung zeigt dass er mir bewusst macht, wo ich stehe, dass ich mich jetzt bessern kann und nicht in einer Illusion lebe und irgendwann es zu spät ist, wie Ali Radiran sagt, die Menschen schlafen und wenn sie äh, sterben, dann wachen sie auf, wenn sie einfach mal sehen, oh, so toll war ich ja dann vielleicht doch gar nicht. Ich habe ganz schön viel Zeit ohne Allahs Gedenken verbracht. Ich habe viele Gelegenheiten verpasst, wo ich hätte Gutes tun müssen. Ich habe mich auf etwas konzentriert, was gar nicht so wichtig war. Und mir sind 20 Millionen Gelegenheiten von Frömmigkeit, von Birr, von äh, Rechte geben, Eltern, Verwandten, Kindern, meinem Körper, von vielen Gelegenheiten, sind mir einfach durch den Lappen gegangen, weil ich nicht darauf geachtet habe. Weil ich mit den Fehlern von anderen beschäftigt war. Jetzt, und das ist auch oft, wenn dann kommt jetzt und dann gibt ihr euch immer diese Liste in den Kopf, ja, Schwester Maria muss echt Tauber machen, ich muss die gleich anrufen. Ja, und ach, schade, dass Schwester Safia nicht da ist heute. Oder Schwester Khadija, die hätte diesen Darsön sein. Allah hat euch hier geschickt. Wir hören gerade über Namen Tawab und wenn wir jetzt nicht die Notwendigkeit spüren, Allah sagt: o oh, ihr Gläubigen, kehrt allesamt zusammen. Ihr, ihr die ihr Gläubig seid, ich spreche euch an. Ihr seid an, an, adressiert, kehrt zu Allah, Tubu an. Der Prophet das werden wir bei den Namen al Rafur noch lesen. Der Prophet das wissen wir auch alle, aber wir sagen das immer nur. und Wir sehen uns in keiner Beziehung dazu ein Prophet hat mehr als 70, in anderen Hadiths mehr als 100 Mal am Tag Allah um Vergebung gebeten. Dessen, ein Prophet sündigt nicht, dessen Vergehen können wir sagen, ja, diese Ausrutscher kann ja, nicht mehr sünden. Dessen, äh, was weniger als perfekt ist, ist bei einem Prophet schon nicht mehr, ja, ist nicht mehr akzeptabel. Allah interveniert direkt und sagt, nein, das, das geht auch nicht, weil du ein Prophet bist. Also nicht mal sünden, aber das, was nicht perfekt war, selbst das, was in Vergangenheit war und was noch kommen sollte zu seinen Lebzeiten, war ihm vergeben. Und er hat Allah um Vergebung gebeten. Ja, also das sind so Verhältnisse, da wir müssen wirklich in diesem großen Szenario unsere Stellung erahnen, wenigstens. Weil wissen können wir sie nicht. Wir sind nicht allwissend, aber wir müssen sie erahnen. Wie endet die Eier? Macht Tauber zu Allah allesamt, oh ihr Gläubigen. Warum? Auf dass es euch wohl ergehen möge. Wenn ihr Erfolg möchtet, Falah ist Erfolg, Wohlergehen, in Dunya und in Akhira. Und in Akhira, volles Wohlergehen. Falah in Akhira bedeutet, dass man von der Strafe bewahrt wird und in das Paradies eingehen darf. Also nicht so halbe Sachen, nicht nur von der Strafe bewahrt, aber du kriegst auch nichts. Falah bedeutet, Strafe bewahrt und in die Zufriedenheit Allahs einzugehen. Warum sollen wir Tauber machen, damit wir zu diesen Menschen gehören? Denen es im Jenseits Wohlergeht. Denen es im Jenseits Wohlergeht. Dann heißt es natürlich auch, wir sind alle angesprochen. Dann gibt es eine andere. Dann eine andere in Surah Al-Furqan, Vers 70, 68 bis 70. Ich glaube, da geht es um den ähm, Besitz der Weisen verschlingen. Eine große Sünde geht es da. Ich habe jetzt vergessen, welche. Und wer dies tut, diese große Sünde, der hat wahrlich eine Sündhaftigkeit begangen, für ihn wird die Strafe vermehrt, am Tag der Auferstehung, und er wird dort in der Strafe erniedrigt für Ewigkeit bleiben. Illa, außer Mentab, wer Tauber macht. Also nicht nur für die Allgemeingläubigen, sondern auch die, die richtig große Sünden gemacht haben. Auch über die sagt Allah, illa Mentab. Wenn die Tauber machen und die haben einen Berg von hier Tyrannei und da Ausbeutung und da Unterdrückung und da Zinsverschlingung und da äh, Prostitution und da 99 Morde. Wenn er tauber macht, Allah vergibt ihm. Das ist Ismullah at -Tawab. Und wir dürfen darüber sprechen. Und wir dürfen ihn mit diesem Namen anbeten. Subhanallah. Und die Tauba ist auch für die Moschelikin. Ich glaube, die Eier kommt jetzt gleich. Für, für die Mushrikien, die zur Zeit des Propheten, wasallam, das Schlimmste, was ein, ein Mensch tun kann, ist nicht nur den Glauben abzulehnen, sondern dann den Glauben auch noch zu bekämpfen, nicht nur ablehnen, sondern aktiv zu bekämpfen und dann nicht nur den Glauben zu bekämpfen, sondern die Gläubigen und den Propheten wasallam, zu bekämpfen. Schlimmer geht es nicht. Ja, schlimmer, Das wissen wir alle. Schlimmer geht es nicht. Allah sagt über diese, die neun, zehn, fünfzehn Jahre lang den Propheten sallam, erniedrigt, aus seiner Heimatstadt vertrieben, ihn bekämpft, die Gläubigen belagert, Propaganda gemacht haben, falsche Informationen verbreitet haben. Allah sagt über diese in Surah at tauba dass die sind so und die sind so und die sind so. Aber wenn sie Tauba machen, dann werden sie Allah Alpha geben vorfinden. Und so ist es passiert. Mekka ist nachher eine islamische Stadt geworden. Abu Sufyan ist Muslim geworden. Muawiyah ist Muslim geworden. Abu, der Sohn von. Äh, Muawiyah äh, Ikrima, ein großer Feind von Khalid ibn al-Walid, so viele Geschichten kennen wir von jemand, Omar radiallahu an, auf dem Weg, den Propheten wa sallam, äh, zu töten und Allah wa sallam, gibt ihm auf dem Weg ein, dass er Tauber macht. Ja, also das sind Beispiele, wir müssen mit diesen Beispielen in unserem Leben auch leben und nicht jedem, der sündigt, solch ein Maß an Verachtung entgegenbringen, dass er nicht im Entferntesten auf die Idee kommt, dass unser Herr At Tawab ist weil wir uns zwischen ihn und Allah stellen und sagen, nein, 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 du bist nichts wert. Du hast diese Sünde gemacht, raus aus unserem Kreis. Schwestern, telefoniert nicht mehr mit der. Die hat das und das gemacht. Da werden regelrechte äh, Verschwörungen äh, weit vernetzt gegen jemanden, um jemanden zu zeigen, dass er nichts wert ist. Und unser Herr ist Attawab. Ja, das alles im Namen von Islam. Also ich kann nicht genug nicht darüber. Äh, das ist ein großer Schaden für uns alle. Ist also nicht nur für den, der große Sünden macht. Jetzt haben wir den, der große Sünden macht. Wir haben den, der muschrig ist, der völlig auf dem falschen Dampfer ist, der den Dien bekämpft. Und wir haben Tauber für wen? Für den normalen Gläubigen. Der tut Gutes, viel Gutes, er gehorcht Allah, ist auf dem geraden Weg. Aber jeder von Bani Adam, jeder Sohn Adams, ist ein Sündiger. Also ist die Tauber auch für den, zum Beispiel, der seine Eltern unzufrieden macht. Auch Rukul Walidain macht. Hier sagt er als Beispiel: derjenige, der das Gesicht seines Vaters. Äh, Rot gemacht hat vor Aufregung, weil er nicht für eine Prüfung gelernt hat. Das sind so Alltagsbeispiele, ja, wo wir denken: so, Warum sollte Allah mich danach fragen? Mein Vater regt sich sowieso über alles auf. Ja, so, so reden wir. Oder derjenige, der seine Mutter dazu gebracht hat, eine Träne zu vergießen. Dafür müssen wir auch tauber machen. Ja, wir warten immer so drauf, äh, bis wir äh, Serienverbrecher sind und dann werden wir tauber machen. Nein, wir müssen tauber. Yes, so wir fühlen uns immer so schon irgendwo sicher. Ja, aber wir wissen nicht, welche Sache Allah vielleicht gegen uns verwenden wird, weil die bei Allah vielleicht sehr schlimm war. Eine Träne in den Augen deiner Mutter. Eine Träne, eine Verunsicherung in dem Wesen einer Schwester, weil du sie nicht genauso behandelt hast, wie es ihr recht gewesen wäre. Wie viele Schwestern kennen wir, die, wenn sie in die Moschee kommen, äh, ein paar Schwestern, die dann halt da sind, die vielleicht gerade schlecht gelaunt sind oder irgendwie sich so benehmen, dass man sich nicht so gut fühlt. Das ist uns allen schon mal passiert? Die dich vielleicht von oben bis unten angucken, hm, die hat keine Socken an oder so, oh mein Gott, aus Und ja, die dir so ein Gefühl geben, dass du wirklich so hier gar nicht hingehörst. Und die kommen vielleicht nicht mehr in die Moschee. Ihr habt ein Leben, umge durch eure Schuld habt ihr etwas ganz schön, das ist für euch, ihr denkt vielleicht nicht mal dran. Aber dafür müssen wir tauber machen bei Allah. Wie heißt in diesem Hadith, der Mensch, äh, der Sohn Adams spricht manchmal ein Wort, aus dem er keine Bedeutung beimisst. Das ist so, hat er gar nicht dran gedacht, wir plappern einfach drauf los. Und Allah lässt ihn dafür Stufen im Höllenfeuer heruntersausen. Und manchmal sprechen wir ein Wort aus, denken, das war doch nichts. Und Allah lässt uns um Stufen steigen im Paradies. Einer Schwester ein gutes Wort sagen, ein Kompliment machen. Nicht schmeicheln, da sagen auch direkt wieder, dass diesmal soll nicht zu so viel loben. Ja, okay, nicht schmeicheln, aber ein bisschen aufmuntern. Das Nein, Maschallah, hast du gut gemacht. Alhamdulillah, trägst du schon Hijab und ist super. Und Maschallah, irgendetwas Gutes. Und vielleicht wird sie so viel Liebe im Herzen haben, dass sie immer wieder zur Moschee kommt. Das war vielleicht ihr erster Eindruck von Muslimen. Sie hat vielleicht davon noch nie einen Muslim gesehen. Außer dem Fernsehen was ja nicht gerade günstig ist für uns, ja? Deswegen äh, bedacht, bedächtig die Schritte wählen und tauber machen. Deswegen diese Dua ist auch so schön. Oh Allah, ich bitte dich um Vergebung für das, wovon ich weiß, und für das, wovon ich nicht weiß. Und das ist wahrscheinlich mehr. Das, was wir wissen, ist wenig. Und das, was wir gar nicht, nicht mal im Traum dran denken, ist viel, viel mehr. Und Allah vergib uns auch das. Schaut mal, wir sind nicht mal in der Lage, unsere Sünden zu zählen. Schaut mal, Subhanallah, Und äh, wo kommt diese? Wie sagt man in wenn jemand so verhärtet ist, stur, sie ist, hohe Nase hat, Hochmut eingebildet, hochnäsig, ja, diese, diese Härte, diese, äh, diese Unbeugsamkeit, diese Unbeugsamkeit des Menschen, woher kommt sie, der nicht mehr in der Lage ist zu sagen, hier und hier habe ich schon gefehlt, weil wir, wir erinnern uns einfach nicht mehr. Wir haben gerade an was anderes gedacht. Woher kommt unsere äh, unser unsere Gefühl, beruhigt sein zu dürfen? Dass wir nicht tauber machen müssen, wenn wir nicht mal mit Garantie sagen können, dass nein, ich habe meine Sünden im Überblick. Dass wir manche Schwestern, die haben immer so Geld in die Tasche einfach geschmissen, tun sich die Monet. Ich, nee. ich kenne ein paar Leute, die so. Ja, die tun es einfach. Und wenn man fragt, wie viel Geld hast du zeit Die können es wirklich nicht sagen. Die können ein Hundert in der Tasche haben, kann auch nur ein Zwanziger sein, weil die es einfach immer nur nehmen und in die Tasche schmeißen. Ja, genau so. Wir wissen nicht wirklich. Wer kann von uns garantieren, dass nein, nein, ich bin wirklich weiß ich ja mitzählen. Ich weiß genau, wie viele Sünden ich gemacht habe. Kann das jemand behaupten? Wer weiß, vielleicht sitzen wir auf einem riesen Berg von Sünden, den wir noch nicht mal bemerkt haben. Und wir haben schon seit fünf, sechs, sieben Jahren nicht tauber gemacht. Ja, deswegen ist auch Ramadan ist so ein Geschenk. Selbst die, die vergessen, Allah zieht sie in die, in die Moschee oder die nicht Moschee gehen können, in, die, in den Gebetsplatz und auf den Gebetsteppich und auf den Gebetsort und sagt: Mach du mal tauber. Deswegen sind die Afkar von Sabah und Masal so eine Gnade von Allah. Diese Gedenken von Allah morgens und abends, die könnt ihr in diesem Dua-Heft, können wir euch nachher geben. Da gibt es ein paar Gedenken von Allah. Eine davon ist Sayyidul Istighfar. Die sollen wir machen egal, was ist. Das ist so eine Gerade von Allah, weil Allah weiß, wenn wir die nur machen würden, wenn wir mal dran denken, dann wären wir verloren, subhanallah. Deswegen macht die morgens und abends. Nach dem Aufstehen verbringt den Tag damit und vor dem Schlafen verbringt die Nacht damit. Weil ihr wisst nicht, wo ihr steht bei Allah. Und das heißt nicht, dass wir jetzt pessimistisch werden oder selbstzerstörerisch und wir sind ja nichts. Aber doch, wir müssen vor Allah flehen. Doch, wir müssen Allah anflehen, dass er uns vergibt. Ja, ohne uns zu hassen, ohne uns ja dieses, wir gehen immer meistens in zwei, dieser Fatalismus, ja alles ist jetzt vorbei und ich bin ein Sünder. Nein, die Tauba ist ja dafür da, dass wir uns wieder reinwaschen können. Die Tauba, was war noch mal der erste Satz? Die Tauba ist dafür da, um in uns äh, Hoffnung in unser Leben zu geben. Dafür ist die Tauba von Allah. Der Name Allahs at tawab hat er uns deswegen äh, verraten. Ja, und Allahs Namen sind, äh, manche Gelehrte sagen unzählbar. Und manche sagen, es sind ca. 200, manche, es gibt super viele Meinungen dazu. Die stärkste, der, der ich folge, ist, dass sie unzählbar sind, weil in diesem Dua heißt es auch, auch einen Hissl muslim zu finden. Das habe ich im ersten, das habe ich das damals erwähnt. Äh, o oh Allah, ich bitte dich bei all deinen Namen, die du herabgesandt hast, die du uns gelehrt hast und die du im verborgenen Wissen bei dir behalten hast. Bei all den Namen bitte ich dich, dass du mir das und das und das gibst. Ja, das ist ein Beweis, unter anderem, unter anderem, dass es für Allah unglaublich viele gibt. Dieses Hadith, dass Allah hat 99 Namen. Und dann heißt es weiter, wer sie erfasst, also wer diese 99 erfasst, für den ist schon mal Jannah, aber es gibt noch mehr. Ja, das ist nicht ein Hasar, das ist nicht eine. Ja, das, nur, dass ihr das nochmal äh, wisst. Subhanallah. Ja, also für den, der ungehorsam den Eltern gegenüber gezeigt hat, eine Träne in seiner Mutter erzeugt hat. Und das mag ja sein, dass diese eine Träne schwerer wiegt bei Allah in den Augen deiner Mutter. Schwerer wiegt bei Allah als die Sünden deines ganzen vergangenen Jahres. Wir wissen das nicht. Ja, so, wie die, so wie bei guten Taten die Absicht entscheidet, wie schwerwiegend eine Tat ist. Hier ja, zum Beispiel, einer, schenkt, einer spendet einen Euro, aber der hat nichts. Das war sein einziger Euro, der sein ja, erspartes Geld war. Dieser Euro ist, wiegt vielleicht viel schwerer als jemand, der Millionär ist und der spendet auch nur einen Euro. Der ist geizig, dann ist doch der hat nur 1 Euro gegeben. Ja, 1 Euro, 1 Euro, Allah müsste das gleich gleichwerten. Aber weil die Umstände so anders sind, weil die Absichten so anders sind, wiegt es anders. Genauso jemand, der eine Träne in den Augen der Mutter, ich meine, ist nicht so viel, wenn man jemand, der Sinner gemacht oder, aber weil die Umstände so verschieden sind. Warum hat Allah s.w.t. eine Frau, die Prostituierte war? Für uns, für uns aus unserer Sicht, kann man moralisch ja nicht tiefer sinken, als das, ja? Wenn jemand gezwungen wird, ist was natürlich was anderes. Aber wenn jemand das macht, nur um Geld zu verdienen, das ist für uns moralisch absolut nicht mehr haltbar. Aber Allah sagt, nein, die hat so viel Barmherzigkeit gezeigt. Das war, die Barmherzigkeit war drin. Und die hat sich dann geäußert, weil sie diesem Hund äh, Wasser für ihn besorgt hat durch den Brunnen und gibt verschiedene Überlieferungen. Und Allah hat sie ins Paradies eingehen lassen. Wo wir als Ausschussstehende sagen würden, Moment mal, was ist denn mit ihren fünf, sechs, sieben Jahren Prostitution? Hallo, ja, wir regen uns dann direkt auf. Das. Moment mal, ich habe mich nicht prostituiert, ich will nur besser behandelt werden als die. Ja, so reden wir doch. Wir sind dann immer so kleinlich und ich will auch und ziehen. und... Ja, Allahs Schätze sind unermesslich. Auch wir können kriegen, ohne anderen wegzunehmen. Ja, das ist diese Missgunst, die wir auch manchmal zeigen. Ohne andere einen Kopf kleiner zu machen, können auch wir unsere Stellung erheben bei Allah, wenn wir zu Allah reumütig zurückkehren. Ja, das heißt, wir wissen nicht wofür. Deswegen, ja, auch die Gläubigen sind angesprochen oder vielleicht sogar gerade die Gläubigen. <laughs> Ja, subhanallah. Ja, diese eine Träne kann vielleicht schlimmer sein als Schlechtigkeiten und Übel, die du im ganzen vergangenen Jahr gemacht hast. Das äh, in Zorn versetzen von jemandem, der deine Respekt und deine, eine Würdestellung in deinem Leben verdient. Oder Vater äh, oder ein Älterer in der Familie. Ja, und den frech zu behandeln und nach unten zu ziehen und ihm die Stellung zu nehmen und ihn zu verachten und unter die Füße wirklich äh, zu halten. Ja, das ist vielleicht schwerer als fünf, sechs, sieben Jahre jemand, der nicht gebetet hat. Warum? Weil er nicht wusste. Ja, das sind Wertigkeiten. Allah entscheidet das. Wir können das nicht alleine entscheiden. Unsere Aufgabe ist, bei Allah zu bereuen und zu suchen, wo haben wir noch gefehlt. Ja, Subhanallah. Er erwähnt sogar als Beispiel, dass äh, wenn jemand verweigert, mit seinem Vater zu sitzen, aber das kann man in Deutschland glaube ich gar nicht mehr sagen. Hier gibt's, wir haben gar nicht mehr diesen Maßstab. Müssen wir ehrlich sein? Diesen Maßstab, dass es, dass man nicht mit dem Vater sitzen möchte, dass das etwas Schlimmes und Verwerfliches ist, das verstehen die meisten von uns gar nicht mehr. Ja, das wieso? Da kann froh seine schreien, nicht an. So, das ist so unser das ist so. Das ist jetzt meine Analyse. Ihr könnt anders denken, Maschaallah bestimmt die marokkanischen oder orientalischen Schwestern äh, oder auch maschaallah deutsche Schwestern, die sehr gute Beziehungen haben, die, kann es viele, das ist meine persönliche Analyse die kann auch äh, falsch sein. Ich denke, dass die äh, Ansprüche von was Respekt ist älteren gegenüber denke ich, ist in anderen Gegenden, wo es auch viele schlimme Sachen gibt, aber in anderen Gegenden einfach höher der Anspruch als in, in manchen Gegenden. Ja, das ist, mag für den einzelnen nicht stimmen. Ja, und das kann schlimmer sein als die Sünden von zwei, drei, vier Jahren. Und genauso die Tauba ist auch für den und da stecken ja wirklich fast der ganze Staat, wir als Gesellschaft stecken ja drin für das, was wir vermeiden möchten, aber nicht vermeiden können. Auch das sind Unzulänglichkeiten von uns. Wie viel haben wir dafür getan, dass unsere Kinder von Pornografie beschützt werden? Wir schimpfen alle wie die Rohrspatzen. Guck mal da, Schirm, halten unsere Kinder die Augen zu und wenden sie ab. Und beim Autofahren fast Unfall, weil man dem Kind die Augen zuhalten muss. Weil, ist mir letztens passiert, ich bin fast gegen den Bürgersteig geknallt, weil wir genau an so einem Poster vorbeigefahren sind. Ja, okay, ich schimpfe und ich äh, Rohrspatz und bla bla bla. Aber wie viel habe ich aktiv getan? Ganz ehrlich, haben wir uns irgendwo zusammengebunden? Haben wir irgendjemanden äh, aktiv was dagegen getan? Was weiß ich, wenn man jetzt nichts von Demonstrationen hält, okay, muss man das nicht machen. Irgendetwas dafür getan. Sei es okay, sei es nur, dass wir Dua machen. Dass Allah macht, dass diese Gesellschaft, egal wo wir gerade leben, erkennt, dass auch ihre Kinder leiden, wenn sie solch einer Schamlosigkeit ausgesetzt werden. Haben wir dafür Dua gemacht? Nee, wir sind immer nur am Schimpfen. Guck mal, die die machen gegen uns das und die machen... Wir sind immer nur am Schimpfen. Als ob wir nicht mit dran schuld wären, dass etwas nicht richtig läuft. Ja? Und da auch selbst dafür, wo wir eigentlich nichts dafür können. Ich habe das Poster nicht dahin gehängt. Aber allein, dass ich nicht vielleicht genug getan habe, und sei es nur Bittgebete, Sei es nur bitte mit das ich kann nichts dagegen tun. Verzeih mir meine Unfähigkeit. Verzeih mir, dass ich nichts tun kann. Ich habe nicht gelernt. Ich habe nicht äh, Beziehungen gepflegt, die das vielleicht machen. Ich habe nicht genug Geld, um jemanden zu bestechen. Bestechen wir Haram, aber um jemanden dazu zu bringen, dass er das einsieht. Die Christen sind auch unserer Meinung, was das angeht, dass die Kinder zu viel pornografischen Sachen ausgeliefert sind. Ja, dass man sich mit denen nichts, ich habe nichts getan, ich habe nicht die Mittel, ich habe nicht genug den Durchblick, was auch immer. Allah, verzeih mir, dass ich das nicht mal versucht habe. Machen wir sowas. Nee, wir sind, wie sagen immer nur, Mariam und Khadija müssen äh, Taube machen. Ja, Tante so und so und Cousine so und so. Aber wir, wir sind ja, glaube ich, war Samstag beim das Ja, das ist diese und das ist so gefährlich für uns. Das ist so gefährlich, das ist so gefährlich, das ist so gefährlich für uns. Ja, das ist so gefährlich für uns. Äh, auch äh, gegen die Medien kann man jetzt auch sehr viel schimpfen. Auch da, wie viel haben wir getan, um auch zum Beispiel, wie viel Geld spenden wir Sendern? Ja, wir denken gar nicht an sowas. Wieso sollte ich? ich habe doch letztens gespendet. Wie viel Geld spenden wir alle Sendern, die islamisch versuchen zu agieren? Gibt es ja mittlerweile ein paar. Ja, mit hier und da, mit ein paar Fehlern und mein Gott. Okay. Aber okay, wie viel haben wir denn unterstützt? Wie viel lernen wir denn? Also immer nur schimpfen und nicht die eigene Unzulänglichkeit erkennen. Dafür müssen wir auch Tauber machen. Mit unserem Glauben und mit unseren Hijab und mit unseren Gebeten müssen wir zu Allah. Tubu jamian Ayyuhul Mu'minun. Genauso, dass bei Allah auch إِنَّلَّذِينَ an Tushi al und diejenigen, die es lieben, dass sich die Schamlosigkeiten unter den Gläubigen verbreiten. Für sie wird es eine schmerzhafte Strafe im Diesseits und im Jenseits geben. Allah weiß ja und ihr wisst nicht. Ja, das ist also auch eine große Sünde, dass man es liebt, dass sich Schamlosigkeiten verbreiten. Dass man es liebt. Sei es durch äh, Medien, sei es durch Worte, sei es auch durch äh, Witze. Manchmal auch, das gewöhnen wir uns auch manchmal schwer ab. Wir sind islamisch schon seit ein paar Jahren, aber können es, schaffen es nicht, in unserer Rede auch schamhaft zu sein. Wir, wir, wir sprechen über Dinge manchmal oder mh, unsere Art und Weise, Humor zu praktizieren, ist manchmal so, wie es einem Gläubigen nicht zusteht. Ja, auch dafür müssen wir tauber machen. Ich spreche extra so Kleinigkeiten an, damit uns bewusst wird, dass, äh, ja, auch ich bin angesprochen. Dass wir nicht überdenken, so, ab, ja gut, ich rauche nicht, trinke nicht. Habt noch kein Überfallen? Pff. Ja, das sind immer so die zwei, drei Sachen. Und auch Subhanallah, ich sag euch was. Ja, wir haben kein Überfallen. Wir beten alle fünfmal inshallah. Wir tragen, die meisten von uns tragen Hijab und die anderen meisten versuchen es und sind, versuchen sich schamhaft zu benehmen. Wir müssen dafür Tauber machen, dass wir vielleicht nicht genug Dankbarkeit zeigen, dass Allah uns das machen lässt. Wofür müssen wir Tauber machen? Dass wir nicht genug Dankbarkeit zeigen, täglich, sekündlich. Dass wir Allah danken, dass Allah, du lässt mich seit fünf, sechs Jahren beten. Ich darf, ich habe vor fünf, sechs Jahren schon erfahren dürfen, dass das Gebet Pflicht ist. Allah hätte euch auch warten lassen, bis ihr 59 seid. Äh, Arthrose und Arthritis in beiden Knien, ihr könnt nicht mehr Sajda machen. Und dann hättet ihr erfahren, dass äh, Gebet äh, Pflicht ist. Passiert unseren Müttern und unseren, unseren älteren Generationen. Was ist mit denen passiert? Ja, wie viele Beispiele kennen wir, die schon zu alt sind, um Sajda zu machen, als sie erfahren haben, dass Gebet wirklich wichtig ist? Allah lässt uns beten. Wie viel Dankbarkeit haben wir dafür gezeigt, dass Allah uns geleitet hat. Und wenn wir nicht genug Dankbarkeit zeigen, dann heißt es, dass wir irgendwo denken, ja, aber ich habe das ja verdient, dass Allah mich recht leitet. Dafür müsst ihr Tauber machen. Wenn wir meinen, dass wir es verdient hätten, weil ich war ja immer schon eigentlich anständig, war ja klar, ich musste geleitet werden. So waren, wisst ihr auch, ein, äh, in, in, in der Religionswissenschaft äh, gibt es so Mittel, um zu überprüfen, ob jemand besessen ist oder ob jemand eine wirkliche Eingebung hat. Das ist jetzt egal. Ja, woher das kommt. Klammer, nicht betreiben. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall. Ein Zeichen von einem wahren Prophetentum, wie Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Man, ein Beweis, dass er nicht besessen ist. Einer von diesen Beweisen ist, dass er die erste Offenbarung bekommen hat, dachte er von sich, er wäre besessen. Ja, er ist zu Khadija gegangen, anha. Er ist zu seiner Frau Khadija gegangen und hat gesagt, Miluni, Samiluni. Und er dachte erst, ein Dschinn hätte ihn, ein, ein Wesen, das verborgen hätte ihn so erfasst, weil auch diese, er hat keine Luft bekommen. Und die Ulama sagen, das ist ein Zeichen, dass er ein Prophet ist. Unter anderem, warum? weil die Propheten sich immer für unwürdig halten. Und die Unwürdigen, die wirklich besessen sind, die denken immer von sich, wenn sie irgendwas bekommen, ein Licht sehen oder irgendwas, eine Erfahrung haben, dass, ja, mir musste das ja passieren, ich habe schon darauf gewartet. Wann kommt die Eingebung? Ja, ja, deswegen wie diese, da gab es einen Mann auch zur Zeit des Propheten, habe ich ja letztens mit euch in Surat al-Araf, dieser Mann, äh, derjenige, dem wir unsere Ayat gegeben haben, ist jetzt eine lange Geschichte. Ein Mann zur Zeit des Propheten, er war vorher schon einer der wenigen auf der arabischen Halbinsel, die Tawhid praktiziert haben, diese Hunafa-Leute. Ja? Die haben, Schirk ist nichts und so. Und dann hat er gehört von anderen, -Kitab, von Juden und so, dass in dieser Gegend wird bald ein Prophet entsandt werden. Und er dachte, er würde es sein. Schaut mal, subhanallah. Und dann wurde Prophet Mohammed, und er war so neidisch, und war so ein bisschen sauer, ein bisschen beleidigt, so, Moment mal, ich dachte, ich wäre das gewesen, dass er wirklich bis zuletzt nicht die Prophetenschaft des Propheten sallallahu alaihi Wasallam hat er nicht als erstes Karte gestorben. Schaut mal, subhanallah. Ja, das, dieses sich würdig halten. Jetzt bitte nicht ins andere Extrem gehen, ja, dass ich bin der Letzte, äh, was was ich, auf Erden, und ich bin ja so und so. Das will Allah auch nicht von uns. Ja, dann können wir nicht dankbar sein wieder. Wenn wir uns zu schlecht sehen, dann können wir wieder nicht dankbar sein. Ja, wir sehen, was Allah uns gegeben hat, aber wir wissen, es ist von Allah. Und wir sind, wir wissen unsere... Mangelhaftigkeit in unserer Dankbarkeit. So, meine, eigentlich müsste es so sein, wie wir schon oft gesagt haben: für jedes Alhamdulillah müssten wir schon wieder Alhamdulillah sagen. Und für jedes Mal, wo wir nicht Alhamdulillah gesagt haben, müssten wir eigentlich Tauber machen. Ja, damit wir nur erkennen, diese Weite von Notwendigkeit, dass wir müssen zu Allah, At tawab in Reue zurückkehren. Wallahu ya'alamu la Ja. Und für den natürlich, der das Gebet verlassen hat, ist Tauber sowieso muss. Ihr zählt da einige Sünden auf. Es gibt in Jahannam sogar ein. Äh, ich habe einmal gelernt, dass es ein Gebiet in Jahannam ist, denn Sakr heißt ein Gebiet in Jahannam. Manche sagen aber auch, dass es ein Tor in Jahannam ist. Wie dem auch sei es ein Ort, mit dem wir alle nichts zu tun haben wollen. Ein, ein Teil von Jahannam, der Sakr heißt. Im Koran heißt es. Was lässt dich wissen, was Sakr ist? Es lässt dich nicht äh, und verlässt dich nicht und lässt dich auch nicht ruhen. So ungefähr heißt es. Dieser, sehr ungefähr übersetzt. Und die. Äh, in, de, in, diesem, in dieser Sura heißt es dann weiter, das Wer wird dort drin sein, und die werden selber antworten, die in diesem Teil von Jehanab sind, sie sagen, wir waren nicht unter den Betenden. Deswegen sind wir jetzt hier. Wir waren nicht unter den Betenden. Und wir pflegten nicht, die Bedürftigen zu speisen. Wir pflegten nicht, die Bedürftigen zu speisen. Diese Nächstenliebe, ja, auch wenn sich das für uns nur noch christlich anhört, ist ein essentieller Teil von Islam. Die Misken zu speisen, an andere zu denken. Ja. Das war Surat al-Mudafir, äh, von 28, 27 bis 28. Und dann im letzten Teil wieder, 43 bis 44. Surah al-Mudafir. Ja. Genauso derjenige, das gilt jetzt für uns nicht, aber wir müssen unsere Söhne auch so erziehen und unsere Brüder, wenn wir können unsere Ehemänner auch, <laughs> wer kann, dass diejenigen, die ihre Frauen unterdrücken, erniedrigen, erpressen, weil Allah ihnen eine gewisse Macht gegeben hat ja auch dafür muss tauber gemacht werden Allah hat jemanden nicht Macht gegeben weder den Müttern über ihre Kinder den älteren Geschwistern über die jüngeren Geschwister den körperlich Überlegenen über den körperlich Unterlegenen Allah verteilt diese Güter diese Macht dieses Meer verteilt er nicht damit Ungerechtigkeit auf Erden etabliert wird sondern damit Gerechtigkeit etabliert wird damit Ordnung etabliert wird ja und auch dafür muss tauber gemacht werden und alle Mütter die ihre Söhne so erziehen die müssen tauber machen ganz ehrlich die ihre Söhne so erziehen dass sie wissen Egal was ich mache, ich bin trotzdem besser als eine Frau. Egal was ich mache, die, meine Schwester muss strenger behandelt werden und mehr machen als ich, weil ich einfach nur ein Mann bin. Ja, wir müssen wirklich kollektiv als Gesellschaft äh, dafür tauber machen. Ja, und auch für das Bild, das wir dadurch schaffen. Für das Bild, das wir dadurch schaffen bei unseren deutschen Schwestern, die dann an irgend so einen, äh, Allah beschütze uns alle, aber an so einen Menschen geraten und der ihnen dann auch noch sagt, weil sie nicht wissen, dass, nee, guck, hier steht im Koran, ich darf das alles mit dir machen. Und wenn du mir das nicht glaubst, bist du nicht gläubig. Ja, und das ist wirklich religiöse Erpressung auf schlimmstem Niveau. Und Allah möge diesen allen verzeihen und uns verzeihen, dass wir nicht genug getan haben, um dagegen etwas, ein gutes Exempel zu statuieren. Allah möge uns auch verzeihen. Ja, weil wenn etwas in der Überzahl vorhanden ist, wenn wir alle gerecht wären, wenn wir alle barmherzig wären und dann eine mal einen Fehler macht, dann das Schwere überwiegt einfach, das Meere überwiegt. Aber wenn wir alle eigentlich nicht richtig praktizieren, ja, dann sind diese paar schlechten Exempel, die wiegen dann umso schwerer. Deswegen sind wir alle schuldig. Wir müssen alle tauber machen. Wir müssen Allah, Allahs Vergebung suchen. Ja. Genau. Derjenige, der auch den Besitz der Weisen verschlingt. Ladine das ist sowieso klar eine große Sünde. Wer das äh, Besitz der Waisen, äh, Kinder, die, die unter ihrer Obhut stehen, verschlingt, der äh, sündigt sich und er ist in seinen Bauch, in seinen, ihren Bäuchen verschlingen sie so wie Feuer. Das ist Feuer, was sie verschlingen. Das wird ihnen nicht nützen. Ja, das ist sowieso klar. Die müssen tauber machen. Ja. Genau, und auch wenn wir die Kabair verlassen haben, diesen Satz bitte merken wir uns auch, auch wenn wir die Kabair, die großen Sünden, die großen Mord, Totschlag, Sinner, okay, diese großen Sünden verlassen haben, dann vergessen wir nicht die, die Berge und Gebirge und Gebirgsketten von Tausenden und Millionen von kleinen Sünden, die wir sekündlich und minütlich und stündlich tun. Auch dafür muss Allah, bei Allah Taube eingelegt werden. Ja, deswegen, wir brauchen, jeder Einzelne von uns braucht den Namen Allahs, at tawa dann gibt es auch natürlich die, die nicht viel falsch machen, aber das, was ich eben erwähnt habe, aber einfach in Unachtsamkeit leben. Die müssen wieder tauber machen dafür, dass sie nicht genug Allah gedenken. Ja, auch dafür müssen wir bei Allah tauber machen, dass Allah, ich habe dir nicht das Recht gegeben, dich zu fürchten, dich zu lieben, dich anzubeten, wie es Recht wäre, dich zu lieben, dich zu fürchten und dich anzubeten. Dafür müssen wir tauber machen. Für dieses Bewusstsein, dass, ja, egal wie viel ich tue, ich werde dir nicht gerecht. Deiner Majestät werde ich nicht gerecht. Hier diese Unzulänglichkeit, auch dafür müssen wir tauber machen. Ja, der der in Raffler lebt, auch er muss tauber machen. Ja, und Supana, er sagt sogar, dass er muss vielleicht sogar mehr tauber machen, der in Unachtsamkeit lebt und nicht so viel Schlimmes macht. Warum? Weil der, der sündigt, richtig schlimme große Sünden, bei ihm, er hat noch irgendwo ein Gewissen und er fühlt dann diese Unruhe. Ich habe echt was falsch gemacht. Er lebt mit dieser Schuld und diese Schuld führt ihn vielleicht schnell dazu, tauber zu machen. Aber der, der nicht viel falsch macht, der lebt vielleicht, Shaitan lässt ihn dann auch ruhig zu das sagen, heißt, du bist nicht von den Schlimmen. Du hast nicht viel falsch gemacht. Und diese Eigenbewunderung, die lässt ihn immer weiter und weiter und weiter abwenden und entfernt werden und entfernter und entfernter werden von dieser Eigenschaft Allahs, at -Tawab. Und er kommt gar nicht auf den Gedanken, Tauber zu machen. Ja, das heißt, derjenige, der eigentlich nicht viel falsch macht, der nicht Schuldgefühle hat, quälende Schuldgefühle, quälende Schuldgefühle, der muss vielleicht sogar noch mehr Tauber machen. Warum? Weil er keine eigene Motivation hat. Er muss sich zwingen dazu. Ja, der muss sogar vielleicht noch mehr Tauber machen, als der, der in, einer Schuld, in einem Schuldgefühl lebt. Subhanallah. In Surah Al-Maida wollen sie denn nicht, und Allah sagt einfach über alle Menschen, wollen sie denn nicht alle zu Allah in Taubak zurückkehren, in Reue sich hinwenden und ihn um Vergebung bitten? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Sufyan al-Thauri, einer der Tabirin, war das einer unserer großen Gelehrten? Und einer der größten Gelehrten der äh, taverin Er sagt über sich, dass ich saß eines Tages und fing an, meine Sünden zu zählen. Sofiane Thori, jetzt ihr wisst nicht viel, was er gelesen, geschrieben hat. Und ich kenne auch nicht viel von ihm. Aber das ist unser. Jetzt müssen wir Tauber machen wieder. Dass wir nicht mal unsere eigenen Gelehrten kennen. Wirklich, schon wieder müssen wir Tauber machen. Ich Wir erzählen jetzt wieder über Sofiane Thori. Normalerweise müsst ihr jetzt so ein Raunen durch die, durch die Reihen gehen. Oh. Ja? So wie wenn ich über. über äh, auf, nee, so tief seid ihr nicht gesungen. Jetzt ich wollte so einen Popstar erwähnen. Aber inshallah, so wenn ich über. Äh, mir fällt jetzt keiner ein, aber ja, so wie bei bestimmten Menschen, sagt man so: was hat er gesagt? Ja, hört man doch. Normalerweise müssten wir das machen, aber wir kennen leider nicht viel. Und er hat wirklich unglaublich viel hinterlassen an einem Schatz von Wissen. Und er sagt über sich: Ich saß eines Tages und fing an, meine Dunub, meine Sünden, zu zählen. Und ich fing an, sie zu zählen und sie, ich erreichte die Zahl von 21.000. Und das war ein Mensch, der wahrscheinlich von morgens bis abends mit Wissen äh, beschäftigt war. Und wir fragen uns jetzt, wann war, wann hat er denn geschafft, die Sünden noch zu machen? Aber er hat so einen äh, tiefen Blick in sich selbst, so einen unvoreingenommenen Blick über sich selber, so einen gerechten Blick über sich selber, dass er 21.000 die Zahl erreicht hat. Er hätte noch weitermachen können. Und er sagte, ich sagte zu mir selbst, wie willst du Allah begegnen, o oh Sufyan, mit 21.000 Sünden mit dir als, als Last? Wie willst du Allah begegnen? Äh, und Allah wird dich dann vielleicht... Über eine Sünde nach der anderen befragen. Hast du das gemacht? Hast du das an dem Tag gemacht? Hast du das da gemacht? Wusstest du nicht, dass man das Stellen wir uns das für einen Moment vor, wir begegnen Allah und er fragt uns über unsere Sünden. Für einen Moment. Subhanallah. Und wie willst du Allah begegnen? Und er fragt dich über eine Sünde nach der anderen. Und wir werden, und ich werde, und du, du wirst, er spricht zu sich selber, du wirst vor Allah stehen und zwischen dir und Allah wird es keinen Übersetzer, keinen Vermittler geben. Also es wird direkt. Wirst du damit konfrontiert werden? Und er wird dich von einer Sünde nach der anderen befragen. Und er sagt: So saß ich also und machte Tauber für eine Sünde nach der anderen. Obwohl eigentlich im Islam ist so, wenn wir für alle machen, ist auch akzeptiert. Aber das ist dieses dieses Schuldgefühl, diese Beklemmung, das Nein, ich muss für jede einzeln machen. Ich muss jede rein, ich muss wissen, dass Allah mir vergeben hat, sonst kann ich nicht weiterleben. Das ist der Name Allahs, At-Tawab. Astaghfirullah wa atubu ilay". Wir bitten Allah um Vergebung und wenden uns Ihm in Reue, reumütig zu. Und ich mache Tauber Sünde Tauba für jede einzelnen meiner Sünden. Ja, Surah Tauba wurde offenbart und in der Surah Tauba werden auch alle Arten von Menschen, auch die Mushrikin, die Menschen, die mehr Götterei betreiben, das ist eine die größte Sünde im Islam, die nicht vergeben wird, außer man macht Tauba. Und äh, darin wird äh, die Tauba selber 17 Mal erwähnt und Allah SWT sagt darin über die Muslime: la yarqubuna fi mu'minin wala dhimma, sie achten, was die Gläubigen angeht, keine Verwandtschaft und auch kein Vertrag. Also sie werden euch töten und morden, sie werden nicht Vertragstreue zeigen und auch keine Verwandtschaft äh, achten. Äh, und sie sind ja wahrlich die Übertreter. in tabu, ich überlege mal, Menschen, die den Propheten sallam und die Gläubigen, die Sahaba, die beste Generation, bekämpfen und Vertragsbruch begehen und morden und... Wir wissen, was die alles auch, äh, wie heißt das, wenn man äh, Leichen schändet. ja, Weil Auch das, nichts ausgelassen, was, was gegen Menschlichkeit verstoßen würde. Und Allah SWT sagt über sie, und es ist so passiert: انتابو, Wenn die Tauber machen, was sagt Allah? SWT? Äh, انتابو, äh, زكات, und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, was ist dann mit denen? Dann sind sie eure Brüder im Glauben. Also nicht nur, dass sie dann Tauber gemacht haben, aber immer mit dem Brandmark leben müssen. Ja, so wie wir manchmal jemanden nicht vergessen lassen, dass ja, okay, du hast darüber gemacht, aber wir wissen, woher du kommst. Ja, oder wir wissen, was du damals gemacht hast. Oder ich kannte dich schon, als du äh, mit zwölf Jahren Kirschen geklaut hast beim Nachbarn. Ja, oder was auch immer. Wir lassen jemanden nicht vergessen, besonders jemanden, der uns vielleicht untergeben ist. Ja, vielleicht die meisten meisten von euch sind noch nicht alt genug. Das kommt noch dieses Alter, wo man vielleicht ausnutzen will, dass jemand schwächer ist als ein und ihn nicht vergessen lässt. Allah macht das nicht mit den Menschen. Ja, wenn Allah jemanden vergibt, dann ist es so, als ob nie was gewesen wäre. Das haben wir auch in den Namen von Allah, Al-Afu, haben wir gelesen. Hier ja, Eine Sünde so verzeihen, als ob nichts da wäre. Und dann spricht Allah über die Menschen, die Gutes mit Schlechten, gute Taten mit schlechten Taten vermischt haben und sagt: Und andere Menschen gibt es, in Surah al werden die erwähnt, die ihre Sünden zugeben. Sie mischen rechtschaffene Taten mit anderen schlechten Taten. Bestimmt ist es ja so, dass Allah ihnen vergeben wird. Yatuba sich zu ihnen wenden wird. Und das Wort Asa, wenn es für Allah kommt, heißt es bestimmt. Wenn es für Menschen kommt, heißt es vielleicht. Es mag sein. Ja? Aber für, für Allah kann es auch vielleicht heißen. Aber es äh, heißt auch bestimmt. Dann heißt es auch, äh, Allah spricht hier über die Gläubigen: Allahu ala Nabi Wer weiß, brauchen wir nicht. Allah hat ja wahrlich sich Reue annehmend zu wem gewandt? Zu den Propheten, zu den Auswanderern, Ansar und zu denen, die die Ansar, die Helfer in Medina sind. Schaut mal, das sind äh, die besten Menschen, die wir kennen. Wenn man in Aqida neu lernt, wer sind die besten Menschen? Der Prophet, alle Propheten, von Propheten ist der beste Prophet Mohammed. Dann von den Menschen, wer sind die Besten? Die vier Khalifa. Und von den allgemeinen Menschen unter den Sahabern, wer sind unter den Sahabern die besten? Die Muhajirin und die Ansar. Das ist die Creme de la Creme von unserer Oma. Und Allah Subhanahu wa sagt, auch ihnen hat Allah sich in Tauba zugewandt. Ja, Allah wendet sich Reue annehmend diesen zu und erst dann ist der Mensch fähig, Gutes zu tun. Das ist der Name von Allah at Tawab. Wenn er sich uns nicht zuwendet, sind wir nicht fähig, Gutes zu tun. Ja, wir brauchen Allahs Namen at Tawab, damit wir auf diesem Frömmigkeitsweg überhaupt wandeln können. Ja, also die Tauba ist also für alle Menschen, wenn Allah hier sogar den Propheten und die Muhajirin und die Ansar erwähnt. Ja, wie dann für die, die einen schwachen Iman haben und mal hier und mal da wanken. Amen.